Fernsehjournalismus orientiert sich sehr stark an letztendlich den Marktgegebenheiten in Deutschland und das war mir besonders wichtig. Also ich habe mich letztendlich für die Filmakademie Baden-Württemberg entschieden, weil es diesen Studiengang in der Form nirgends anders gab. Wir haben hier in Ludwigsburg einen Studienschwerpunkt, der dazu ausbilden soll, Reportagen und Dokumentationen fürs Fernsehen zu machen. Die Inhalte sind dabei Kultur, Wissenschaft, Bildung, Gesellschaft, womit wir alle Factual- und Informationsprogramme von ARD und ZDF abbilden, von RTL oder ProSieben. Das Tolle am Studium an der Filmakademie ist, dass hier so gut wie alle Departments aus der Film- und Fernsehbranche vertreten sind. Also von der Filmmusik über Sounddesign bis zu interaktiven Medien, Fernsehjournalismus natürlich auch. Und man dadurch aus allen Bereichen eigentlich sehr viel lernt, sehr viel mitnimmt, Inspiration bekommt und doch alle Gewerke sehr gut kennenlernt. Unser Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Praxis. Wir sind der Überzeugung, dass die Studierenden das Regiehandwerk in erster Linie über das konkrete Filmemachen erlernen, also von der Themenfindung über die Recherche zu Dreharbeiten, zu Schnitt und zu Kommentar. Insgesamt entstehen im Studienschwerpunkt rund 4 Filme, was auch dadurch möglich ist, dass wir in Ludwigsburg einen großen Technikpark zur Verfügung haben. Also meine Entscheidung, nach Ludwigsburg an die Filmakademie zu gehen und nicht an eine andere Hochschule, war vor allem dadurch motiviert, dass die Filmakademie als sehr branchennah gilt. Die Dozenten zum Großteil noch selbst aktiv sind in der Branche und man so einen sehr guten Einblick in die aktuellen Geschehen bekommt und natürlich auch hofft, dass da irgendwie berufliche Chancen daraus erwachsen. Es ist jetzt kein rein journalistisches Studium, aber es ist eben auch kein rein künstlerisches Studium und dadurch vermischt es eigentlich zwei Dinge, die ich super spannend finde und die andere Hochschulen auch so nicht bieten. Wer also in der Lage sein will, nach rund 3 Jahren selbst journalistische Filme fürs Fernsehen machen zu können, der liegt hier richtig.